Hallihallöchen und willkommen zu einem neuen Spezialvideo. Ja, ihr merkt schon, es gibt jetzt öfter mal spezielle Videos, einfach aufgrund der Tatsache, dass ja die Neuzugänge und Mega-Openings aktuell zurückgefahren werden, da ich ja bis 2019 alle meine Händler abbezahlt haben möchte, aufgrund der Tatsache, dass ich mich dann eben auf einen eben fixieren möchte, den ich jetzt letztens kennengelernt habe. Das heißt, ich werde natürlich die Lücken, die dadurch entstehen, mit Videos, die außerhalb des eigentlichen Rahmens fallen, füllen. Das heißt, mit Videos, zu denen es eigentlich so gesehen keine wirkliche Playlist gibt. Ja, mit was wir uns heute beschäftigen, ist eine Sache, die sich einige von euch gewünscht haben. Und zwar wisst ihr ja, dass ich nächstes Jahr wahrscheinlich voraussichtlich einen Koffer verkaufen werde, so wie ich sie hier habe, so hier auch drunter. Da gibt es auch ein Video zu, das findet man, wenn man auf Videos geht und ein bisschen sucht, das ist in keiner Playlist drin. Da habe ich diese Koffer vorgestellt, da seht ihr, was da drin sein wird etc. Der Koffer besteht ja im Endeffekt aus Tauschkarten in Anführungszeichen, die abfallen und die halt entweder richtig, richtig cool sind oder eben einen gewissen Wert haben. So. Und ihr habt mich jetzt gefragt, was wird denn da eigentlich drin sein? Wir wollen ja nicht die Katze im Sack kaufen. Ich habe ja gesagt, das wird eine relativ teure Angelegenheit, könnte bis zu 1000 Euro gehen auf jeden Fall, je nachdem wie wertvoll die Karten drin sind. Das wird ja alles nach Market berechnet. Und dementsprechend habt ihr, beziehungsweise potenzielle Interessenten nochmal gefragt, was ist da eigentlich drin? Wie wird das dann aussehen? Und das sind jetzt bisher alle Karten, die ich für diesen Koffer habe. Das sind zwei gute Stapel, sage ich jetzt mal. Mit entweder richtig coolen oder auch etwas wertvolleren Karten. Und ist natürlich nur ein kleiner Teil. Das wird mindestens 10 bis 15 mal so viel sein in dem Koffer, wie das, was hier jetzt liegt. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal an, was ich bisher habe und mit was ihr dann so rechnen könnt. Gut, fangen wir mal mit diesem Stapel hier an. So, und als allererstes haben wir eine Karte, die ist gar nichts wert. Das ist eine Zugabe und zwar auch aufgrund von Wünschen diverser Abonnenten, und zwar haben einige Abonnenten und Interessenten sich gewünscht, dass eine signierte Karte mit dabei ist, und ich habe mir gedacht, ich gehe dem Wunsch einfach jetzt mal nach. Ich bin normalerweise kein Freund von signierten Karten und mache Karten damit auch eigentlich relativ ungern kaputt, aber weil es eben mehrfach gewünscht worden ist, ich glaube mindestens 4 oder 5 Mal, was wirklich viel ist dafür, dass das so ein teurer Koffer wird, habe ich jetzt hier eine Polymerisation mit meiner Unterschrift und dem House of Cards Stempel drauf. Ich weiß nicht, kann man das sehen, kann man das erkennen? Ich hole das mal raus aus der Hülle. So, ja, ich glaube, man sieht es einigermaßen. Und ja, die kostet natürlich nichts, das ist ein Witz. Also, die liegt halt so als kleiner Gag mit bei, sage ich jetzt mal. Ist auch nicht holo, ist glaube ich auch die einzige Kamin, die da drin ist. Und ja, gut, weiter geht's mit dem Krug der Gier. Es ist ja auch immer so, dass maximal ein Playset von jeder Karte mit drin ist. Das ist jetzt eine Karte, die geht jetzt eigentlich fast nichts, soweit ich weiß. Aber es ist halt eine schöne, coole Oldschool-Karte aus Labyrinth of Nightmares. Ich glaube, alle sind aus dem Set, ja. Alle deutsch und unlimitiert. Ich glaube, ein paar Cent gingen die schon, 25 Cent oder so das Stück. Das ist jetzt wirklich halt so eine Karte, wo nur drin ist, weil sie cool ist und nicht, weil sie wertvoll ist. Und ja, aber ich denke mal, Oldschool-Herzen werden sich darüber freuen. Es wird allerdings, also die bisher sind die Karten noch relativ Oldschool-lastig, aber es sind natürlich auch ein paar neuere Sachen mit drin. Selbiges gilt hier für den Drachenfluch. Auch die ist unverschämt billig eigentlich, dafür, dass es wirklich aus dem ersten Set ist. Auch nicht First, allerdings alle Topmint und alle Deutsch. Gehen, glaube ich, plus 2 Cent oder so das Stück, aber es sind halt auch unglaublich cool. Das ist einfach ein episches Monster, ja. Damals aus der Serie, sehr, sehr bekannt auch. Hat sehr, sehr viele Freunde, ne? Sehr, sehr viele Fans und Liebhaber der Karte dementsprechend. Und vor allen Dingen, weil ich so viele von denen über hatte. Ich habe, glaube ich, außer denen nochmal 5 Stück im Tradebinder, wobei ich jetzt einen weggetauscht habe. Einfach mega cool, habe ich deswegen einfach mal reingenommen. Dann haben wir das Ende von Anubis. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, dass die so in etwa einen Euro gehen dürfte. Es tut mir übrigens leid, dass das so spiegelt, aber draußen ist das Wetter halt wirklich so schlecht, dass meine Kamera sonst einfach keine ordentliche Bildqualität bekommt. Deswegen habe ich jetzt das Licht oben angeschalten. Das heißt, die Strahler leuchten hier direkt drauf. Also es tut mir leid, aber ich denke mal, damit kann man dann auch leben.
Dreimal das Ende von Anubis, ja, richtig coole Karte, richtig schön. In Secret wäre sie natürlich noch geiler gewesen, auch ein bisschen mehr wert, das sind jetzt die Ultra Rare Version aus The Lost Millennium. Es gibt ja auch noch welche aus Dark Revolution 2, glaube ich, oder Dark Beginning 2. Und aber ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was die gehen, aber die gehen auch fast gar nichts, ohne Witz, fast gar nichts, ein paar Cent, glaube ich. Aber auch richtig coole Karte. Aber keine Sorge, es kommen auch noch wertvollere. Dann haben wir ein Playset Proto Cyberdrachen in Ultimate Rare Unlimited, Deutsch. Genau, da habe ich ja jetzt letztens die riesige Sendung vom Erik Hübner bekommen mit den 10 Stück in Ultimate Rare und ich hatte in meiner Sammlung auch noch welche, eben hier die 3 Stück in meiner Sammlung noch und natürlich auch noch ein paar mehr, die dann zu meinen Trade-Bindern sind, aber es dürfen ja maximal 3 Stück hier in diesen Koffer rein. Dementsprechend habe ich jetzt 3 schöne Exemplare rausgesucht und in Ultimate Rare macht die Karte natürlich einiges her. Sieht natürlich extrem schön aus auch. Weiter geht's mit dem Schicksalscell Double Dude. Die sind uralt, die habe ich schon ewig. Und zwar hat da der Erik Hübner damals für 1 Euro das Stück oder für 1,50 das Stück Schicksalscell Double Dudes verkauft und ich habe halt einfach mal 18 Stück genommen hier in Ultimate Rare. War damals, als er die verkauft hat, glaube ich auch so leicht über Market. Aber es hat mich nicht gestört, ich fand es trotzdem günstig. Und in Ultimate Rare macht die Karte halt auch übel was her, sieht auch mega geil aus auf jeden Fall. Und ja, Schicksalsheld Double Dude ist einer meiner Lieblings-Schicksalshelden und ist natürlich auch eine unverwechselbare Karte, was das Artwork angeht. Richtig schön. Dann haben wir auch was relativ günstiges. Das hier ist jetzt die, der gebieterische Ritter aus der Tinbox, eine uralte Karte, in Secret Rare, eine Englisch, 2 Deutsch. Auch die ist jetzt nicht großartig was wert. Ich habe das hier jetzt auch wirklich ein bisschen sortiert nach Wert, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Aber auch das ist eine ziemlich coole Karte. Diese ganzen Tinbox-Karten, die kommen natürlich mit rein, wenn ich da welche zu viel habe. Weil das sind einfach Klassiker, die sind einfach episch. Die gehören einfach in jede ordentliche Sammlung rein, mindestens einmal. Und das ist ja auch das Tolle an dem Koffer. Manche Leute sammeln ja jede Karte nur einmal und nicht Playset-weise und da fällt dann auch relativ viel ab, was man dann auch wieder gut vertauschen und verkaufen kann für ein gutes Geld. Und dementsprechend ist das natürlich umso lukrativer. Jetzt kommen wir zu etwas, was noch ein bisschen mehr wert ist. Und zwar haben wir hier 3-mal den kaiserlichen Befehl in Secret Rare. 2-mal Englisch, 1-mal Deutsch, alle unlimitiert. Gehen aber auch so 5 Euro oder so das Stück, sei der weiß, 5 bis 7, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe so viele von denen, ohne Witz, ich habe so viele, ich habe glaube ich 15 oder 16 Stück alleine in meiner Sammlung noch. Und dann noch welche in meinem normalen Tradebinder. Ich bin ja gerade sehr stark dabei zu strukturieren und zu sortieren, da werde ich auch mal ein Video zu machen und da fällt halt wirklich viel ab, wo ich halt nicht wusste, dass ich so viel davon habe. Bei den Imperial Orders zum Beispiel wusste ich das gar nicht, war mir überhaupt nicht bewusst, dass ich da so viele von den Secret habe. In Ultra habe ich weniger, aber in Secret habe ich echt viele von denen. Und die sind halt wirklich alle, bis auf der hier, der ist oben ganz leicht angekratzt, aber ansonsten sind alle Top Mint, ja, also die sind wirklich wie aus dem Ei geschleckt, ja, wie aus dem Ei gepellt. Und das ist dann natürlich auch schon was für ein Geldbeutel sozusagen. Dann haben wir schon... Hoppla! Da ist die Karte flöten gegangen. Oh. Ja gut, jetzt... Der andere liegt unter meinem Bett. Den muss ich jetzt dann später rausholen. Also das ist jetzt der schwere Sturm. Sind insgesamt 3 Stück. Wie gesagt, der eine, der müsste jetzt hier irgendwie... Ah, warte, da ist er ja. So. Entschuldigung. Also haben wir 3-mal den schweren Sturm. Jetzt bist du da verrutscht, das sieht unschön aus. So. Schwerer Sturm aus MRD, geht ja auch ungefähr 1 Euro das Stück. Ist also gar nicht mal so billig dafür, dass das eine komplette Random-Super ist. Aber auch eine coole Sache, auch ziemlich oldschool, auch ja ziemlich legendär, sag ich jetzt mal. Die Karte kennt halt auch einfach jeder und ja, gehört halt auch einfach in jede Oldschool-Sammlung rein. Dann haben wir ein bisschen was Moderneres. Und zwar haben wir hier 3-mal den Clearwing Synchro Dragon aus dem Megapack 2016. Geht das um die 2 Euro das Stück. Da habe ich auch noch einige bei mir liegen. Ich glaube insgesamt sind es nochmal so 12 oder 13, die bei mir liegen. Mehr habe ich aber davon auch nicht. Die sind dann alle in meiner Sammlung. Und das hier sind jetzt die 3, die da rausgeflogen sind aus der Sammlung, die jetzt hier drin sind. Und dementsprechend auch was Moderneres. Auch eine relativ coole Karte. Glaube aus, oh Gott, aus welcher Zeit kamen die? War das Ziel? Wo sie zurück in die Synchro-Zeit sind? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall auch eine schöne Synchro-Karte und sieht auf jeden Fall extrem nice aus auch. So, das war jetzt der erste Stapel.
Das war jetzt alles, was als Playset vorhanden ist. Es ist ja nicht alles als Playset vorhanden, es sind auch ein paar Karten, die ein bisschen weniger häufig drin sind. Ich habe auch darauf geachtet, dass die Hüllen hinten gleich sind, also nicht alle, aber immer so 20er, 30er mäßig oder 20er, 30er weise. Gut, hier haben wir jetzt genau den dunklen Magier, der geht 70 Cent aktuell, ist aber auch eine relativ coole Karte, dementsprechend habe ich ihn mit reingenommen. Hier aus den Yugi Legendary Decks wusste ich gar nicht, dass der so viel geht. Also ich habe das für eine 2-Cent-Karte gehalten oder so, aber geht doch 70 Cent. Relativ cool eigentlich, hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Dann haben wir den dunklen Magier aus der Legendary Collection 1. Ja, auch der ist eigentlich Standard bei jedem Oldschool-Sammler, die haben den eigentlich alle. Trotzdem eine coole Karte, die man hier mit reinnehmen kann und halt auch nur einmal vorhanden. Dann haben wir einen Redderbee Dragon aus dem Starterdeck, auch ein absoluter Klassiker, natürlich auch in einem Top-Zustand. Englisch, unlimitiert, aber wie gesagt, Top-Zustand, sieht mega cool aus und ja, ist auf jeden Fall was für Sammler. Also bisher ist der Koffer wirklich eher für Sammler als für Spieler gedacht, das ist wirklich mehr Oldschool-Stuff, der hier abfällt. Dann haben wir hier einen Goblin-Angriffstrupp, der ist auch fast Top-Mint, der hat nur hier, man sieht es unten, dieser weiße Fleck, das ist keine Beschädigung, da fehlt Tinte. Ja, das ist einfach hinten das Karten... die nackte Karte sozusagen, also das ist keine Beschädigung, das ist irgendwie ein Missprint, ein Printfehler. Ansonsten ist die Karte halt wirklich absolut Top-Mint, in einem extrem guten Zustand. Leider ist Goblin-Angriffstrupp auch nicht viel wert, sogar aus dem Originalset in Ultra und First geht ja nur ein paar Cent, ja, was mich echt wundert, also normal gehen die Firsts immer ein paar Euro, aber der scheinbar nicht. Dann haben wir Exarion Universum, da haben wir leider auch nur einen, der geht 2 Euro. Da habe ich aber auch in meiner Sammlung noch einige. Ich habe sogar einen aus DR4, also aus Dark Revolution, der ja wirklich über 100 Euro geht. Wusste ich gar nicht, ich weiß gar nicht, wo ich den her habe. Ich habe den nicht einzeln gekauft, der muss aus irgendeiner Sammlung raus sein und ich habe es wohl nie gemerkt, dass der aus dem Set ist. Ja, jedenfalls richtig cool. Exarion Universum sieht ja auch mega fett aus, das ist eine richtig coole Karte. Mit einem sehr einzigartigen Artwork. Dann haben wir Exodius, der ultimative verbotene Lord. Ich glaube, der ging auch irgendwas über 1 Euro. Dann haben wir den Klingenritter, das ist auch eine der Tinbox-Karten. Auch eine sehr schöne Karte, wie viel der jetzt ging, weiß ich nicht. Das ist aber auch irrelevant, weil ich habe die Karte eher wegen ihrer Coolness rein sozusagen, weil es einfach eine geile Karte ist, weil sie halt zu dieser Tinbox-Collection gehört. Und ja, dementsprechend hat sie jetzt auch hier ihren Platz in dem Koffer, den ich verkaufen werde, gefunden. Dann haben wir einen Ultimaer Tolkien. Die ging zum letzten Mal, dass ich nachgesehen habe, ungefähr 3 Euro. Das ist die Promo aus Core. Gab es ja auch aus Docs, glaube ich. Und die ist also geprintet worden, ist hier in der Sealzeit, das weiß ich, aber vom Anime her ist es ja dieser feuerrote Drache aus 5Ds und ist halt einfach oldschool gezeichnet vom Artwork her. So das Artwork, da kann man sagen, was man möchte, aber das ist halt wirklich richtig oldschool. Und das freut mich halt unglaublich. Also ich finde den Drachen finde ich richtig, richtig cool. Fast so legendär wie der Weiße. Wenn es eine Vanilla gewesen wäre, fände ich ihn natürlich noch cooler. Dann haben wir einen Magic Jammer. Also eine magische Störung in Ultra Rare aus MAD. Englisch auch in einem sehr guten Zustand. Und weiß gar nicht, was die geht. Aber ich glaube, 1 Euro müsste die schon gehen, so in etwa. Aber besonders viel war die jetzt, glaube ich, auch nicht wert. Aber ist halt was für, ja, für Sammler eben. Dann haben wir Reißender Tribut. Von denen habe ich unglaublich viel in Ultra Rare gehabt. Hätte ich gar nicht gedacht. Die geht halt auch wirklich ein paar Euro. Beide Englisch, beide aus LON und unlimitiert, aber wirklich beide in einem makellosen Zustand. Sehen extrem geil aus. Und ist halt auch was für Sammler natürlich. Ich weiß nicht, ob man die noch spielt, ob man die spielen darf. Ich habe keine Ahnung, ich bin einfach total unwissend. Aber ist auf jeden Fall eine coole Karte und vielleicht kriege ich irgendwo noch, vielleicht finde ich irgendwo noch einen dritten, den ich da reinpacken kann. Und ja. Dann eine Karte, die auch einiges geht, ich glaube 9 Euro oder 7 Euro oder so, das ist das 1000-äugige Opfer, zweimal Deutsch, zweimal aus Dark Beginning 1, beide Top Mint, das ist natürlich auch ein Schmuckstück, ne? 1000-äugiges Opfer in Ultra Rare, richtig cool, ich habe davon jetzt mittlerweile auch so viele in der Sammlung, dass halt tatsächlich 2 Stück abgefallen sind und die sind halt unglaublich makellos, also die sehen aus wie frisch aus dem Booster, da ist kein Kratzer, gar nichts, also die kann man gegen das Licht halten, das spiegelt glatt. Richtig cool.
Dann haben wir zweimal ein Ultimate Nummer C12 Archfiend Seraph. Die Karte gibt es auch noch in Super Rare. Die ist auch drin, wegen der Coolness, weil es halt eine geile Ulti ist. Wert ist die Karte überhaupt nichts. Die geht, glaube ich, bloß ein paar Cent. Sind beide First, beide Englisch aus Prime Origin, glaube ich. Und ja, für Spieler wahrscheinlich auch nichts, weil die Karte wahrscheinlich nicht wirklich spielbar ist, sonst wäre sie wahrscheinlich teurer. Und ja, aber es ist immerhin mal was Moderneres, also nicht ganz so oldschool. Dann haben wir hier zweimal japanische Schmuckstücke. Das ist der Dark Requiem Xyz Dragon. Eigentlich hätte ich ihn dreimal gehabt, aber ich habe leider, bevor ich das mit dem Koffer gemacht habe, einen vertauscht, den ich jetzt schon zum zweiten Mal abschicken musste, weil der Brief wieder kam. Genau, die sind Ultimate Rare, sehen natürlich auch mindestens genauso cool aus wie die Secret Rare Version. Sind relativ moderne Karten, aber halt auch überhaupt nicht spielbar und auch relativ günstig. Ich glaube, 8 Euro geht das Stück oder so. Und ja, also bei uns wird die Karte ja, auch die Secret Rare wird einem hinterher geworfen. Ne? Aber sie sieht halt unglaublich cool aus, muss ich sagen. Also es ist ein richtig geiler Drache. Dann haben wir dreimal Gods and Ghosts. Von dem habe ich auch unglaublich viele gehabt. Von dem habe ich auch noch 4 Stück in meinem Tradebinder. Alle Englisch, genau. Und ja, die ging, glaube ich, auch 4 Euro oder so das Stück. Wenn sich am Preis nichts geändert hat. Dann haben wir auch aus demselben Set in Ghost Rare dreimal Feierliches Urteil in Ghost. Ich glaube, davon habe ich keine mehr in meinem Tradebinder. Die habe ich jetzt mittlerweile alle weggetauscht. Die gehen auch ganz schnell weg, die Dinger. Die sind echt beliebt. Das ist, glaube ich, die einzige Fallenkarte, die es in Ghost gibt. Richtig cool. Sieht mega aus. Dann haben wir Grave Robber. Alle drei Englisch. Genau, alle drei Englisch, alle drei unlimitiert. Das ist auch so eine Karte, die ist eher wegen der Coolness drin. Aus PSV. Ja, ist eine richtig coole Karte. Bleibt auch vom Artwork her im Kopf. Und ja, mega cooles Ding. Dann haben wir zu guter Letzt dreimal Odin, Vater der Asen. Da habe ich ja 18 Stück von insgesamt. Da habe ich jetzt 15 in meine Sammlung genommen, 3 Stück habe ich raus. Hier sind 2 Stück leicht angeditscht. Einer ist Topmint. Der eine hat hier einen ganz leichten Knick drin. Und der andere ist hier oben ganz leicht angefressen. Aber das ist eine wirklich leichte Beschädigung, ganz leichte Beschädigungen. Sieht man kaum in der Hülle. Hier kann man es jetzt gerade erkennen, da oben. Aber die Beschädigung an dem hier sieht man zum Beispiel überhaupt nicht. Und der ist ja sowieso Topmint. Gehen oder dürfen, glaube ich, auch auf jeden Fall ein paar Euro gehen und sind natürlich auch bei Sammlern sehr beliebt, vor allen Dingen bei den Asengötter-Fans, von denen es ja nicht gerade zu wenig gibt. Ja, das soll das Video für heute gewesen sein. Sowas in der Richtung erwartet euch im Koffer, natürlich hoffentlich auch noch ein paar wertvollere Sachen, je nachdem, was halt noch so aus der Sammlung kommt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video. Es sind jetzt noch 2 Folgen Neuzugänge aktuell geplant, die ich hier bekomme. Eine Kanalspende, eine habe ich auch schon da. Und dann nochmal 3 ganz wertvolle Karten vom lieben Alex. Und ja, das war es dann gewesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal.